Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, am Samstagmorgen. Es ist Fashion Haul Time, aber heute habe ich einen speziellen Fashion Haul für euch. Alles, was ihr heute im Fashion Haul seht, ist 50% reduziert. Ihr habt richtig gehört, es geht richtig los. Macht euch bereit mit einem Kaffee auf dem Tisch. Füße hochlegen, Mädels, es geht los. Wir haben uns mal was Besonderes überlegt und zwar wollen wir für uns schon mal Platz machen, denn bei uns steht demnächst der große Umzug auch an. Das heißt, wir sind ja hier in Räumlichkeiten, die nur übergangsweise sind und wir sind alle schon sehr aufgeregt, dass wir hoffentlich bald in die eigenen Räume wieder einziehen dürfen und deswegen machen wir heute mal einen Riesensale, damit wir schon mal weniger Sachen im Shop haben und es dann ein bisschen einfacher wird. Und ihr habt da ganz tolle Teile noch mit dabei. Also ich habe mir sogar teilweise noch Sachen gesaved und gesagt, nee, das nehme ich mir noch mit. Also da sind wirklich noch wunderschöne Outfits mit dabei, wie das, was ich hier zum Beispiel anhabe. Dieser wunderschöne Strickpullover mit Creme de la Creme. Nochmal so eine goldene Hose, die könnt ihr auch gleich für Weihnachten und die Feiertage anziehen. Toll auch mit einer weißen Bluse, mit einem weißen Pullover, aber auch so kombiniert, finde ich es Bombe. Und wie gesagt, alles, was ihr heute seht, außer die Schuhe, die ich dazu anhabe, ist 50% reduziert. Geht da einfach nochmal in den Shop. Es gibt eine extra Kategorie, wo alle reduzierten Teile drin sind. Denn ich werde euch hier nur im Schnelldurchlauf jetzt ganz kurz mal alles zeigen, weil es ist so viel. Ich glaube, da sind über 80 oder 90 Teile, die reduziert sind. Also eine richtig tolle Aktion, wie ich finde. Und da könnt ihr euch für den Winter nochmal toll einkleiden. So, es geht gleich los mit Pullovern. Da haben wir oftmals noch Teile, die sind dann nur noch in einer Farbe da. Da schaut einfach nochmal, welche Farbe da für euch in Frage kommt. Schaut mal, auch so einer mit Gold würde jetzt mega nochmal hier auf die Hose passen. Dann habe ich hier nochmal einen mit so ein bisschen Zebra und Gold, auch wieder toll zu dieser Hose. Oder hier nochmal Beige mit so Blümchen und Gold. Alles 50% jetzt, Mädels. Also wirklich, da sind ganz tolle Sachen noch mit dabei. Dann habe ich hier nochmal einen mit so einem Herz und auch goldener Schrift. Auch der sieht toll aus auf diese Hose, Ivo. Eigentlich müsste ich schon wieder alles nochmal anziehen. Nicht dabei, würde ich selber tragen. Eigentlich müssen wir schon wieder alles nochmal anziehen. Und hier nochmal in Grau mit Love, auch in Gold. Also sie passen alle toll auf diese Hose. Dann habe ich natürlich auch nochmal so ein paar schlichtere Sachen für euch. Dieser Strickpullover, den ziehe ich gleich nochmal an. Der ist ganz schlicht und ein bisschen dünner. Auch super jetzt für die Übergangszeit. Dann gibt es nochmal diesen etwas kürzeren, der ist toll nochmal mit so einem Rolli kombiniert. Auch mit Leo kann man das toll machen, dass man den unten rausgucken lässt. Was habe ich denn noch hier Schönes hängen? Diese Strickshirts, die sind zwar mit kurzem Arm, aber die kann man toll unter die Strickjacken drunter ziehen. Das ist so ein riesen Oversize-Shirt. Schaut mal, auch das hier, da seht ihr schon mal diese Kombi mit Weiß und den goldenen Hosen, finde ich mega. Man könnte es aber auch mit Schwarz machen. Könnt ihr bestimmt tragen bis 48, toll unter die Strickjacken. Dann habe ich hier mal so einen Sweatpullover, auch wunderschön. Also hier, alles, was ich auf der Stange habe, passt zu dieser Hose. Und es war nicht gewollt. Aber auch der mit dem goldenen V dann zu der Hose sieht Bombe aus. Den habt ihr auch nochmal in Beige, würde auch passen. Dann habe ich hier nochmal so einen wunderschönen Strickpullover mit Fransen. Auch sowas könnt ihr hier auf die Hose toll kombinieren. Passt alles zu der Hose. Also die Hose scheint ein Allround-Wunder zu sein. Passt alles drauf. Ganz viele Strickpullover. Ich ziehe mich einmal um. Ich habe hier diesen weißen Strickpullover und wir haben ganz viele Jeans reduziert. Und die zeige ich euch jetzt auch einmal. Ja, wir haben
haben auch ganz viele Jeanshosen reduziert mit viel Print drauf. Und da muss man ja immer sagen, also das habe ich euch ja auch immer zu den Jeanshosen oftmals dazu gesagt, eine geprintete Jeanshose will kombiniert sein mit einem schlichten Oberteil. Schaut mal, diese zum Beispiel, ein Megateilchen. Also diese Hose sitzt übrigens wirklich wie's Gewitter. Also meine Oma würde sagen, sitzt wie's Gewitter. So ein ganz doofer alter Spruch, ne? Aber die sitzt wirklich ganz, ganz toll. Ist sehr elastisch und macht, finde ich, sehr, sehr schlank. Und hat halt diesen heftigen Print auch schon mit viel Gold. Also sowas könnte man auch mal zu Weihnachten, wer da so ein bisschen mutiger ist und sagt, nee, Weihnachten muss jetzt nicht total schick sein, kann man auch mal sowas machen. Und ich finde, das ist toll kombiniert, einfach mit schlichten weißen Oberteilen. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Und das wäre jetzt nochmal dieser tolle Strickpullover. Schaut euch den mal an, der ist echt auch riesig groß. Den könnt ihr bestimmt bis 46 tragen. Relativ dünn, also der ist so für Innenräume sehr bequem, weil ich finde ja immer so ganz fette Strickpullover, wer zieht sowas an, ne? Hinter die Heizung an und dann hat man einen hochroten Kopf, weil man irgendwie so einen dicken Strickpullover anhat, oder? Zum Einkaufen. Zum Einkaufen kann man das noch anziehen, genau, am Kühlregal, da ist immer schön kalt. Ja, sehr schön, diese ganzen Jeanshosen. Ich zeige euch mal die ganzen Modelle. Also da haben wir jetzt ganz viele reduziert und die meisten sehen toll aus mit einem weißen Pullover. Schaut mal, auch sowas hier, das ist ja, hat so nochmal so einen bordeauxfarbenen Stich. Könntet ihr natürlich auch immer mit Schwarz kombinieren. Dann Jeanshose hier auch nochmal mit so farblichen Effekten. Dann habe ich hier eine mit Leo und Gold, was ich übrigens auch schon wieder für Weihnachten ziemlich cool finde. Dann habe ich. Ich glaube, das ist sogar fast die gleiche, die ich hier anhabe. Also die liebe ich ja vom Schnitt. Das ist die, die ich persönlich ohne Print jetzt habe. Die sitzt aber ganz, ganz toll. Aber auch mit dem geprinteten und weißen Pullover, mega Höschen. Dann hier nochmal so ein bisschen in Bordeaux-Farben mit Gold. Auch sehr schön. Übrigens hier mit den Blutflecken jetzt für Halloween vielleicht auch was Cooles. Passt. Wir haben auch noch dieses Shirt mit Problem gelöst. Das müsste ich eigentlich auch nochmal rauszaubern. Ich glaube, das hole ich gleich nochmal herbei, auch wenn es jetzt nicht reduziert ist. Aber für Halloween ist das auch geil. Dann haben wir hier auch nochmal so eine farbliche Geschichte. Also ihr seht schon, diese ganzen farblichen Hosen mit weißen Schuhen. Ihr könnt natürlich auch Sneaker wählen und einen weißen Pullover. Immer cool. Dann geht es nochmal weiter, hier auch mit weißer Schrift und hier unten nochmal so ein roten Herz dran, sehr schön. Hier, also die finde ich ja auch ganz nice, hier in rosa, da bin ich auch immer dabei. Das ist schon fast so eine Frühlingshose, ne? Die könnt ihr gleich irgendwie noch ins Frühlingsprogramm mit reinziehen, mit einem weißen Pullover oder einer weißen Bluse, sehr schön. Und diese hätte ich nochmal hier mit so einem Auge drauf. Also da sind auch nicht alle Größen erhältlich, da müsst ihr halt jetzt mal gucken, was da noch zu machen ist. Und dann habe ich hier nochmal eine, die ziehe ich jetzt ganz kurz nochmal mit einer Strickjacke an. Dieses Outfit erinnert schon so ein bisschen an Frühling, ne? Also man könnte sich sowas auch schon mal auf Lager legen, sage ich mal, dann habt ihr ein tolles Frühlingsoutfit. Also diese Jacken sind einfach Bombe, vor allen Dingen für große Größen. Die könnt ihr bestimmt bis 48 tragen, also wirklich mal ein ganz toller Blazer. Und das ist wirklich so ein Teil, das kann man eigentlich das ganze Jahr übertragen. Ihr könnt das jetzt natürlich mit einem weißen Rollkragenpullover, zum Beispiel der Mila oder der Rachel, ne? Der passt hier super drunter. Und im Sommer zieht man es einfach so als Jacke drüber. Also ich finde das Teilchen richtig, richtig cool. Und es hat einen ganz tollen, weichen Stoff. Das ist dieser Stoff, den ich ja schon öfter erwähnt habe. Den müsste man eigentlich anfassen können. So toll ist der. Und ja, geht leider nicht. Ich kann es euch nur empfehlen. Also es sind ganz tolle Stoffe, die auch nicht ausleiern und richtig schön immer in Form sind. Und ich habe jetzt nochmal dieses Oversize-Strickshirt hier drunter. Ich ziehe die Jacke gleich auch nochmal aus. Dann seht ihr, wie das geschnitten ist. Das sage ich übrigens ganz oft, ne? Und dann mache ich es nicht. Machst du das? Ja. Stimmt. Kommst so, aber auf. Ich zeige euch gleich nochmal das Shirt und dann weg. Nein, ich mache das heute auf jeden Fall. Igor, du erinnerst mich bitte dran. Ich vor allen Dingen. Du vor allen Dingen, genau. Wir beiden mit unserem Brain hier, tolles Team. Sind verloren. Die Jeanshose, mega auch wieder mit diesem Print. Könnt ihr jetzt auch nochmal mit einem dicken Strickpullover kombinieren, aber eigentlich wirklich das ganze Frühjahr auch eine richtig coole Hose dann, ne? Und die Jacken gibt es natürlich auch noch in dunkleren Farben, in
dunkelgrau und in Beere. Beere würde hier auch nochmal drauf passen, finde ich. Das sieht auch nochmal schick aus. Und ich habe noch eine kleine Bikerjacke. Wer hat es gemerkt? Ich hatte die eben erst in der Hand, aber die war mir dann irgendwie zu beige, also zu cremefarben. Die ist halt, schaut mal, das ist weiß und das ist creme. Deswegen hatte ich mich dann für diese Jacke entschieden. Aber ein ganz tolles Strickjäckchen. Hier ist übrigens noch ein Zettel dran. In Grau und in Petrol, in ganz vielen Farben. Das schaut euch einfach nochmal die Fotos im Shop an, dann könnt ihr euch die nochmal anschauen. So, und dann habe ich mich hier, mir hier hingehangen. What? Halloween. Ja, wir haben ja immer noch dieses Shirt-Problem gelöst. Also wer da nochmal Lust drauf hat, also ich finde jetzt für Halloween ein mega, mega Shirt. Und ich schmeiße es jetzt auch in die 50%-Kategorie. Also wir haben da ja ganz viele von verkauft. Ist wirklich nur noch ein Restbestand da. Also wenn ihr da Lust drauf habt, einfach mal für Halloween. Wenn es jetzt reduziert ist, dann kann man das für einen Tag wirklich mal machen. Ich finde es geil. Also ich finde dieses Shirt einfach Bombe. So viel dazu. Halloween. Der Igor hat mir eben erzählt, er macht heute Kürbisse. Ja, heute Abend. Genau, heute geht's los. Das ist, wenn man kleine Kinder hat, da bin ich jetzt Gott sei Dank durch mit Kürbisse aushöhlen. Alles entspannt, das bringt einen so ein bisschen... Ne? Das stimmt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, früher, also im Moment habe ich gar keine Zeit, habe ich Gartenarbeit geliebt. Ja. Und dann hatte ich immer so Buchsbäume, die ich rund geschnitten habe mit so einem Schärchen, das hat mich total entspannt. Das ist total was Meditatives. Oh, das ist total geil. Der Kopf schaltet sich aus, weil du musst ja die ganze Zeit gucken, wo du herschneidest. Ja. Und dann habe ich gedacht, Therapie, echt total geil. Kürbis ist das Gleiche. So, ihr habt hier auch nochmal so kleine Velour-Jäckchen. Das ist wie so ein Mikro-Velour, würde ich jetzt mal sagen. Die passen natürlich auch toll hier drauf. Das ist sehr ähnlich, ist halt nur ein anderer Stoff und die haben keine Knöpfe. Weiß, Camel, Schwarz, also so als Jackettersatz für Weihnachten. Mega, beige und grau. Also gerade die schwarze, da habe ich jetzt gerade hier mit so einer Glitzergeschichte in Gold oder so. Ne? Da kann man toll was draus zaubern. Dann habe ich hier auch nochmal ein paar Teilchen, das sind alles Einzelteilchen, nochmal das war ja diese Silber- und Gold-Kollektion, könnte man jetzt auch toll auf diese Hose, oh, ich habe gerade gedacht, die Ständer fällt um. War ein Joke. Goldene Jacke nochmal und hier die silberne. Ihr seht, das sind alles unterschiedliche Modelle, weil dann sehr wahrscheinlich das Goldene gelaufen ist, das hatte ich dann sehr wahrscheinlich an und das Silberne hatte ich nicht an und dann bleiben oftmals so Teilchen hängen. Schaut mal, auch die silberne Jacke hier zu der Hose, mega. Also das sind wirklich nochmal ganz, ganz tolle Teilchen, die ihr jetzt hier zu einem Schnapper euch ergattern könnt. Dann habe ich hier nochmal so Waschleder-Biker-Jäckchen, die sind auch schön groß geschnitten, passen bestimmt offen bis 48, also wirklich auch große Teile mit einem sehr schönen Print. Sind auch schon mal so Teilchen, wo man sagen kann, okay, im Frühjahr, ne, hier mit so Blümchen drauf und so würde auch noch gehen. Da haben wir einmal diese Variante und diese. Dann hätte ich mal Jeansjacken noch für euch. Das ist hier so eine Oversize-Jeansjacke. In Schwarz auch Bombe, finde ich, nochmal für Weihnachten. Wer das nicht so ganz edel will und sagt, nee, Jeans ist genau meins. Die sind Oversize geschnitten. Das heißt, für kleine Größen werden die so groß getragen. Aber es ist halt auch mal was für große Größen. Die könnt ihr nämlich auch mindestens bis 48 tragen. In Blau und in Schwarz. Und jetzt sehe ich schon gerade, ich habe mir kein Outfit hingehangen. Einmal habe ich noch ein Waschledermäntelchen für euch, auch mit so einem Löwen. Ich glaube, das sage ich jetzt richtig, nur oder ist das wieder was anderes? Oder ist das ein Tiger? Das ist ein Tiger. Ah, okay, danke schön. Sehr gerne. Meine Tiere, das funktioniert nicht. Andere haben eine Rechts-Links-Schwäche und ich habe das. Ich wollte euch das Shirt noch zeigen. So, das mache ich jetzt ganz kurz. Ich ziehe die Jacke mal aus. Schaut mal, das sind diese tollen Strickshirts. Also ich finde die Bombe unter eine Strickjacke mega. So, und dann bin ich mal weg. Der Igor unterhält euch währenddessen mit kleinen Fotos aus der Kollektion und ich ziehe mich einmal um.
Also ich finde, es sind echt noch richtig tolle Outfits dabei. Zum Beispiel schaut mal dieses. Ich bin ja fast nochmal schockverliebt. Doch nochmal, Unglaublich. Ich bin oder? nochmal schockverliebt. Und zwar diese Westenmädels, die sind so genial. Das ist die S. Und die würde bei mir zugehen. Also die sind wirklich richtig, richtig groß. Das schaut bitte nochmal im Shop auch für große Größen. Und ich finde die so edel gemacht hier mit diesen ganzen goldenen Applikationen dran. Das ist ein Megateilchen, auch so für die Feiertage. Und wenn ihr es hier nochmal mit so einer goldenen Hose kombiniert, das ist jetzt zum Beispiel Jogpant in so einem Leo mit Goldverlauf, finde ich richtig Bombe. Das ist übrigens wieder dieser schlichte Strickpullover in Schwarz nochmal. Den könnt ihr hier toll runterziehen. Und ich hätte jetzt mal eine ganze Reihe am besten. Also heute fällt irgendwie die ganze Zeit hier mein Ich Ständer will um. gleich eine Muschel Igor muss hier ganz kurz mal den Hausmeister machen, meinen Ständer reparieren. Ich hätte auch schon mal hier so lange Westen für euch. Die sind auch mega. Einmal in so einem Salbei und im Bäreton. Ganz moderne Farben jetzt für diesen Winter. Die kleine Weste, die ich anhabe, hätte ich noch mal in Beige und in so einem ganz tollen Ice Blue heißt das. Also so ein helles Blau für den Winter finde ich auch toll. Könnte ich mich gleich schon wieder auf der Skipiste sehen. Dann habe ich hier mal einen Waschledermantel mit Felloptik, auch den hier drüber, Hammerteilchen. Dann habe ich eine goldene Weste für euch, auch die könntet ihr hier drüber ziehen mit der goldenen Hose. Also irgendwie habe ich es heute alles so gemischt, dass ich alles hier zu den Sachen anziehen Das passt könnte. perfekt. Passt perfekt. Der Igor hat übrigens gerade zu mir gesagt, ich rede heute zu schnell. Ja, da muss ein bisschen gerannt. Ich hatte das Gefühl. Also machen wir jetzt alles ganz langsam. Einmal Schließ die durchatmen. Augen. Manchmal ist das so, ne? Manchmal merkt man das. Also ihr könnt mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt fahre ich mal ein bisschen runter. Ich weiß, ich bin ein Schnellsprecher. Ich bin auch ein Schnelldenker. Also ich bemühe mich immer, so zu sprechen, dass andere mich verstehen. Okay. Aber ihr dürft mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob euch das zu schnell ist, wobei ich immer denke, wenn man hier jemanden stehen hat, der 10 Minuten über einen Reißverschluss redet, also ich würde einschlafen. Das stimmt. Sowas gibt es nämlich auch. Ja, so viel dazu. Schaut mal, ihr habt noch die perfekte Jacke. Das ist so ein Longblazer hier zu der Hose. Auch mega die Kombi. Dann habe ich nochmal ein Leo-Mäntelchen, auch 50% reduziert, Hammerteil. Da müsst ihr nur mal gucken, welche Größen noch da sind. Dann habe ich auch nochmal in kurzer Variante als Jeansjacke Leo und die gibt es in diesem Creme und gibt es aber auch in Weiß. Das wäre zum Beispiel auch schon mal eine Anschaffung nochmal für das Frühjahr. Dann habe ich hier so ganz dünne Trenchcoats, Khaki, Beige, Camel und Pink. Auch das ist schon mal irgendwie so eine Jacke, wo man sagen kann, ziehe ich jetzt noch mal was drüber, eine Weste oder so. Und im Frühjahr habe ich dann ein tolles Mäntelchen. Und das hier ist noch mal so eine Regenjacke für alle, die jetzt mit dem Hund noch mal raus müssen. Das ist nicht eine super Regenjacke. Ich habe ja jetzt mal im Schaufenster gesehen, da hing so eine Regenjacke, da ist die ganze Zeit Wasser drüber gelaufen. Also so eine ist es nicht. Aber die hält schon mal den Regen ab. Also wenn es so leicht nieselt oder so, dann kann man damit auf jeden Fall raus. So, ich ziehe mich einmal um und zeige euch einmal die Kategorie Shirts. Ja, ich habe auch ganz viele Shirts für euch reduziert. Dieses hier kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, warum es noch im Shop ist. Ich finde es mega. Das hat einen Bombenschnitt. Das ist nämlich so mega oversize geschnitten und vorne nochmal kürzer. Könnt ihr mindestens tragen bis 48. Ich liebe dieses Shirt. Keine Ahnung, warum es noch da ist. Gibt es allerdings auch nur noch, glaube ich, in diesen drei Farben: Camel, Beige und Schwarz. Manchmal läuft so ein Teil auch einfach an einem vorbei und man sieht es dann einfach nicht. Ne? Wir haben es ja oftmals auch nur in einer Farbe repräsentiert auf dem ersten Foto. Da muss man oftmals in die Kategorie nochmal oder in das Produkt reingehen und sich die anderen Farben anschauen. Und oftmals hat man dann noch eine Farbe, die einem vielleicht auch nochmal besser gefällt. Ich habe hier nochmal ein Jäckchen für euch. Das könnt ihr natürlich auch toll über sowas nochmal drüber ziehen.
hier diese goldenen, auch etwas dünneren Übergangsjäckchen. Das sind Jäckchen, die kann man jetzt noch tragen, wenn es nicht so kalt ist. Und dann natürlich auch wieder im Frühling. Also ich finde sowas ja immer Bombe. Und das passt jetzt über sowas auch nochmal toll drüber. Und hier übrigens auch nochmal die Jeans mit Number 5. Ja, die Jacke gibt es. Jetzt haben wir den Ständer hier hinten. Der Ivo hat nämlich meinen Ständer repariert. Aber jetzt stand er irgendwie ganz weit weg. Die Jacke gibt es auch nochmal in Silber. Dann habe ich ganz viele Shirts. Da ist oftmals dann auch nur noch eine geringe Stückzahl. Heute gilt natürlich, was weg ist, ist weg. Also es wird nichts mehr aufgestockt. Da müsst ihr jetzt wirklich Gas geben. Und ich würde euch auch jetzt morgens empfehlen, dann relativ schnell auszuchecken. Die Warenkörbe werden nicht reserviert. Also erst wenn ihr in den Bezahlvorgang geht, dann sind die Sachen eure. Das heißt, da müsst ihr heute ein bisschen schnell sein tatsächlich bei den Teilen. Number 5 haben wir nochmal mit weißem Leoprint. Dann habe ich einmal für euch Louis Karl Coco, das hat auch diesen tollen Schnitt. Dann habe ich hier mal so ein Kurzarm-T-Shirt nochmal mit Leo, mit Totenkopf, natürlich in Leo, das stimmte schon. Kann man toll unter eine Strickjacke auch einfach anziehen, dann hat man gleich nochmal ein bisschen was. Dann habe ich hier so eine Leo-Bluse für euch. Ich habe ein Shirt auch nochmal mit Number 5 für euch. Das ist das gleiche nochmal in Camel. Dann hier einmal Zebra mit Amour. Also ihr habt hier noch, und das ist jetzt eigentlich kein Shirt, aber hängt hier irgendwie dazwischen. Kann ich euch aber auch nochmal zeigen. So eine ganz tolle dünne Strickjacke. Auch sehr schön. Diese geprinteten Sachen, das ist ja auch, steht hoch im Kurs. Ne? Diese ganzen Waschledermäntel mit so vielen Prints. Und da ist ja teilweise auch Frida Kahlo und ich weiß nicht was alles dabei. Schaut mal, hier habe ich nochmal dieses Simply Perfect Shirt, auch in weiß und in beige nochmal für euch. So, dann geht's weiter. Ich ziehe mich einmal um und zwar habe ich nochmal ganz viele Hosen für euch. Ja, auch nochmal so ein geniales Outfit. Also ich finde, da sind wirklich noch ganz tolle Sachen dabei und auch wirklich Sachen, die man jetzt für Weihnachten gut gebrauchen kann. Zum Beispiel so eine goldene Hose mal, finde ich auch sehr nice. Und diese Saison ist ja an ganz vielen Sachen eben einfach auch Gold dran. Also so eine Hose könnt ihr mit ganz, ganz vielen Sachen kombinieren. Ich habe es jetzt mal kombiniert hier nochmal mit so einem Shirt-Pullover, würde ich das jetzt mal nennen. Also es ist geschnitten wie ein Pullover, ist aber vom Stoff her eher wie ein Shirt. Mit so einer Maus hier nochmal drauf und Leo an den Armen. Sehr, sehr cool. Auch dieses Teilchen könnt ihr tragen mindestens bis 44 und passt jetzt Bombe auch hier zu so einer goldenen Hose. Ich habe natürlich auch noch andere Jogpen hier für euch. Das ist die, die ich am Anfang anhatte in Silber. Dann habe ich hier mal, oh, das ist aber nicht schön hier unten, ne? Habe ich hier nochmal so ein Höschen mit so einem Galonstreifen in Leo, auch sehr schön. Und an der Tasche nochmal so tolle Steinchen. Dann habe ich bunte Leo-Hosen für euch reduziert in Khaki, in Rosa. Also beziehungsweise das soll eigentlich pink sein und das ist rosa, die da unten liegt und in blau. Das, da könnt ihr ganz tolle Kombis machen, einfach mit was Schwarzem. Da würde ich wirklich es ganz schlicht halten und die Hose in farblich und dann sieht das auch nochmal wirklich toll aus. Leo in Farbe. Dann hätte ich mal ein paar Sweathosen für euch, Jogginghosen hätte ich hier mal, auch im Baggy-Style, in grau und in beige. Ich habe noch mal so eine tolle Glanzhose in weiß. Auch die könnt ihr euch schon wieder auf Lager legen fürs Frühjahr. Die kommen nämlich genauso wieder, habe ich schon gesehen, in den Frühjahrskollektionen. Dann habe ich hier noch mal, das ist so ähnlich wie die andere, aber ohne die Steinchen, in Camel, auch wieder mit dem Galonstreifen in Leo. Und hier hätte ich noch mal so eine, ja, ganz lässige Hose mit Täschchen, so ein bisschen im Cargo-Style, auch sehr cool in cremeweiß. So, dann ziehe ich mich noch einmal um. Ich zeige euch nochmal diese Hose, die ich euch gerade gezeigt habe, in weiß. Und dann gibt es ein buntes Allerlei. Eine Kombi All in White für euch, auch sehr, sehr geil, mal mit ein bisschen Leo noch hier an der Hose, an der Jacke, also wirklich tolle Teile, auch das, wenn ihr noch mal in Urlaub fliegt oder eben
auch fürs Frühjahr oder man kann Weiß natürlich auch jetzt tragen. Also das ist alles totaler Schwachsinn mittlerweile. Weiß im Winter, mega, mega schön. Also ich bin, ja, habe ich schon erwähnt, ne? Ich habe übrigens gestern, ich habe es ja gestern angekündigt beim Fashion Hall, und ich habe gestern Abend noch meinen Schrank ausgeräumt. Ach, ist das so. Und 10 Taschen Klamotten weggemacht. Das ist so eine Erleichterung, weil jetzt habe ich den Kleiderschrank leer und kann mir endlich was Neues leisten. Also die Sachen habe ich schon mitgenommen, aber ich weiß nicht, wo ich die hinhängen soll. Ja, also vielleicht überlegt ihr euch das auch nochmal, euren Kleiderschrank auszumisten, dann habt ihr Platz für was Neues. Und diesmal hier natürlich mit den Superschnäppchen könnt ihr wirklich nochmal einen Schnapper machen und da euren Kleiderschrank ein bisschen aufpeppen. Wie gesagt, das in Weiß. Die Jacke gibt es auch noch in Beige. Die Hose habe ich euch schon gezeigt. Und jetzt habe ich hier nochmal so einen wilden Mix an allen möglichen Sachen. Zum Beispiel hätte ich hier nochmal so ein ganz dünnes Strickjäckchen auch für euch. Kann man auch toll nochmal jetzt über so einen Rollkragenpullover kombinieren. Dann habe ich hier nochmal so dünne Seidenstrickjacken. Das ist ganz edel, auch über einen Rollkragenpullover zum Beispiel mit dieser Seidenoptik hier nochmal für Weihnachten auch schon mal so ein bisschen schicker in Schwarz und in Camel. Dann habe ich hier mal eine bisschen sportlichere Variante, auch nochmal mit so einem Netz und einem Totenkopf in Leo. Ganz viele Hoodies sind mit dabei. Schaut mal, auch da sind noch tolle Teile. Dieser hier war ja auch total der Burner mit diesen dicken Bommeln. Dann habe ich hier noch diesen Sweater, der oben wie so ein kurzer Sweater ist und unten Bluse, auch sehr schön. Da schaut euch einfach nochmal die Fotos an. Ups, und hier habe ich noch eine Strickjacke, aber die fällt mir gerade vom Bügel. Das ist nochmal so ein cremeweißes Strickjäckchen, auch hier nochmal mit so einer Lederschnalle, sehr schön gemacht. So, jetzt ist es letztendlich dann doch runtergefallen. Dann habe ich hier nochmal so Oversize-Jäckchen in Weiß und in Rot. Strickjacken gibt es auch, das ist die Capucha, das ist ja eigentlich meine Lieblingsstrickjacke. Die haben wir jetzt nur reduziert in diesen krassen Farben, damit ihr einfach, wir wollen natürlich die krassen Farben jetzt aus dem Programm rausnehmen, aber ich finde, auch das kann man eigentlich fast das ganze Jahr anziehen. Ne? Ich hatte ja jetzt auch so eine Strickkombination in diesem Aprikot, die war sofort ausverkauft. Also da scheint ja doch Bedarf zu sein an Farben, auch im Winter. Und ich finde, auch so eine pinke Strickjacke über was Schwarzem kann man auf jeden Fall machen. So, und dann habe ich nochmal das letzte Teilchen hier, und zwar auch nochmal so eine dünnere Jacke mit Jador und Leo. Also ihr seht schon, da ist heute für jeden was dabei. Und ich habe euch nicht alle Teile gezeigt, also geht mal in die Kategorie Fashion Haul 50%. Da habt ihr jetzt ab sofort alle Teile, die 50% reduziert sind, in der Kategorie und könnt da jetzt nochmal in Ruhe durchstöbern. Aber nehmt euch nicht zu viel Zeit, denn ich nehme mal an, heute Nachmittag werden ganz viele Teile dann auch ausverkauft sein. Ja, ich wollte euch nochmal sagen, natürlich das Event, das muss ich ja jetzt immer erwähnen hier nochmal am Ende, meldet euch noch an. Wir haben natürlich noch Tickets für euch und ich weiß nicht, ob das Video schon gelaufen ist. Es ist ja immer so, dass wir hier vordrehen mit dem Alex. Also er kommt auf jeden Fall diese Woche noch zu mir und wir werden uns nochmal zusammen melden. Und ich freue mich natürlich auch, dass er mit dabei ist. Und da werden wir auch nochmal ganz viele Highlights bekannt geben, was denn so alles passiert an diesem Abend. Ja, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. Ich weiß, wir sind hier auf dem flachen Land. Es ist für alle weit. Ihr habt ganz viel kommentiert, es ist weit. Aber macht Fahrgemeinschaften, nehmt euch ein Hotel, kontaktiert uns, wir helfen euch. Es wird wirklich ein bunter, zauberhafter Abend und ihr solltet alle auf jeden Fall dabei sein. Das wäre zumindest mein Wunsch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen und bis zum nächsten Mal, eure Gabi.